Du siehst sehr glücklich aus. Gibt es dafür einen Anlass? Nicht wirklich. Ich bin immer so fröhlich. Einer ihrer beiden Gemütszustände. Entweder super fröhlich oder super gestresst. Das stimmt doch gar nicht. Worüber habt ihr gerade geredet? Darüber, was Heid hier arbeitet. Und was arbeitest du? Ich bin Model. Schon seit 30 Jahren. Heilige Scheiße, 30 Jahre. Das ist lange. Nicht für mich. Die Chefin einer Modemarke, mit der ich gerade zusammenarbeite, ist die Tochter des Typen, mit dem ich damals angefangen habe. Üblicherweise arbeite ich mit der Firma zusammen, bis die Enkel übernehmen. Das ist echt cool. Ich heiße übrigens Freya. Hey Freya. Wie läuft's mit dem Schreiben? Geht voran. Aber gerade habe ich ein Tief und brauche etwas Warmes. Dann kannst du mir was machen? Koffein? Nee, ich lasse es heute langsam angehen. Kannst du mir etwas Warmes und Süßes machen ohne Kaffee? Was? Nicht den dreifachen Espresso wie immer. Was Warmes und Süßes. Schaut mir ans Brühbett. Warte, ich mach mal eine andere Musik an. Das zum Beispiel. Was Warmes und Süßes. Italienischer Genuss. Ohne Kaffee. Und dann kriegst du dunkle Schokolade. Wie kann ich da was Neues mixen? Schokopulver. Was Warmes und Süßes. Tja, um es warm zu machen, muss da schon dann kann es Schokolade nicht sein. Das müsste es doch sein. Tee mit Honig. Extra für dich gebrüht. Toll. Ein super Getränk, um den Tag ausklingen zu lassen. Freut mich, dass es dir schmeckt. Du schreibst also? Ja, ich schreibe für die Evening Whispers. Und gerade an meinem eigenen Roman. Hört sich interessant an. Was für eine Art Roman wird das? Schwer zu erklären. Du sollst dir ja nicht die Überraschung verderben und warten, bis sie ihn fertig hat. Jups, keine Spoiler. Falls sie ihn denn irgendwann fertig bekommt. Ja. Welches Genre? Slice of Life. Kein Fantasy- oder Zukunftsroman? Das weiß ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich ein normaler Alltagsroman. Da hast du aber große Konkurrenz. Richtig. Ich werde aber ein paar surreale Momente in die Geschichte verweben. Zum Beispiel eine Welt, wo nur Menschen leben. Hat sich fast rassistisch an. Das ist der Clou. Damit geht es nicht darum, dass eine Rasse besser als die andere ist. In einer Welt, wo es nur eine Rasse gibt, wird es die gleichen Probleme wie hier geben. What she said. Diskriminierung und Rassismus gibt es dort auch. What she said. Wie kann man
Rassismus ohne andere Rassen haben. Das vielleicht nicht auch jeden Tag, aber gut. Man wird Unterschiede in der Sprache, Nationalität, der Ideologie oder selbst Hautfarbe als Abgrenzung sehen. Wenn es da nur eine Rasse gibt, wird jeder Unterschied herausragen. Aber wenn man sieht, wie vielfältig alle sind, kann man über alle Unterschiede hinwegsehen. Naja. Im Endeffekt werden wir aber immer einen Weg finden, uns zu hassen. Amen. Amen, Halleluja. Das versichere ich dir. Das hört sich nicht sehr ermunternd an. Es sind eben Geschichten. Dafür sind sie da. Sich das, was wäre, wenn auszumalen. Haha. Das hört sich wirklich interessant an. Ich werde deinen Roman auf jeden Fall kaufen, wenn er rauskommt. Und hierher fliegen, um sie signieren zu lassen. Ach, danke. Wer da wohl kommt? Okay, sie hat dich nicht erwartet. Hallo zusammen. Guten Abend, Kuma. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Nur, das ist Heid. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und Heid, das ist Nur. Hey. Bist du nur alleine hier? Ja, ich komme gerade aus meinem Meeting. Ich brauche eine Auszeit von meiner Arbeit. Also bin ich gekommen. Kommt Baileys auch noch? Wahrscheinlich nicht. Er arbeitet freiberuflich, erinnerst du dich? Er kann tun und lassen, was er will. Also okay, bei euch? Um ehrlich zu sein, haben wir uns in dem Abend nicht mehr viel geredet. Oh. Würde dir ein warmes Getränk helfen? Gute Idee, danke. Ich habe Lust auf einen Grün Tee Latte. Grün Tee Latte? Gibt's da ein Problem? Nein, nichts. Sorry. Jetzt eine große Tasse Grün Tee Latte, bitte. Kommt sofort. Grün Tee Latte. Würde ich nicht beschreiben, Anfragen an das Agency mit genug, aber immer noch den Sinn des Lebens am Suchen. Tut man das nicht immer, sein ganzes Leben lang? Grüner Tee, Milch. Das kriegen wir hin. Grüner Tee, Milch. Nichts leichter als das. Servieren. Dein Grüntee-Latte ist fertig. Danke. Ich weiß nicht warum, aber ich habe plötzlich Lust auf einen Grüntee-Latte. Da wird mein Herz bestimmt erwärmen können. Das mag überheblich klingen, aber Tränke haben die Kraft, Herzen zu erwärmen. Erstaunlich viel Tiefgang für einen Trink. Darf ich etwas über Baileys fragen? War er nochmal hier in dem Café? Nach dem letzten Mal, wo wir zusammen hier waren? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Oha. Ich sollte mich wohl dafür entschuldigen, wie wir uns aufgeführt haben. Mach dir keine Sorgen. Wer ist dieser Baileys, von dem ihr hier redet? Baileys ist oder war, keine Ahnung, mein Freund. Wir haben uns vor ein paar Tagen etwas gestritten. Weswegen? Ist okay, wenn er sowas fragt? Sag du es mir.
Hey, ich bin nur deine Kundin. Es ist dein Kaffee. Wegen eines Onnenproblems. Ich bin ein Skopus, eher ein Elf. Als die üblichen Rassismusprobleme. Psst, zeig ein bisschen Feingefühl. Was? Du hast doch zuerst gefragt. Schon gut. Babys und ich haben verschiedene Ansichten über die Bedeutung von Familie. Meine Familie steht sich sehr nahe und wir sind uns bei allem. Aber seitdem ich einen Elf date, haben sie Angst, dass er mich wie eine Person zweiter Klasse behandeln könnte. Babys hingegen stammt aus einer angesehenen Elfenfamilie. Sie sind manchmal sehr verschlossen, das verstehe ich, aber sah sie als selbstverständlich an. Da ist es nicht überraschend, dass seine Familie nicht mit seiner Beziehung einverstanden ist. Das klingt nicht gerade wie ein typisches Geburts. Wie kommt dein Freund mit diesen Strapazen zurecht? Er wollte einfach so weitermachen wie die letzten 10 Jahre. So seid ihr schon seit 10 Jahren zusammen? Und er hat vorgeschlagen, einfach so weiterzumachen? Ich meine, seit 10 Jahren? Stehen eure Familien nicht hinter eurer Beziehung? Nun ja, genau. Aber ich möchte langsam den nächsten Schritt in unserer Beziehung gehen. Ich möchte eine Familie. Und er will dich nicht heiraten? Nein, im Gegenteil, er hat mir den Antrag gemacht. Wo liegt dann das Problem? Es ist nicht so einfach erklärt. Willst du die Familie ihn dann nennt er? Ja. Er will dich heiraten, auch wenn er dann seine Familie verlassen muss? Ja. Problem gelöst, oder? Was kümmert es dich so sehr, wie eure Familien zu eurer Beziehung stehen? Heiratet ihn und baut eure Familie auf. Wäre das doch so einfach. Ich möchte nicht schuld sein, wenn er seine Entscheidung irgendwann bereut. Die eigene Familie einen Ruf zu geben, ist keine Lösung. Vielleicht liegt der Fehler darin, mich zu heiraten. Vielleicht wird er es bereuen, seine Familie aufgegeben zu haben. Diese Verantwortung könnte ich nie tragen. Ich könnte ihm dieses Opfer nicht abverlangen. Nur? Hast du damals über die Risiken nachgedacht, als ihr angefangen habt, miteinander zu gehen? Ja und nein, vielleicht ein bisschen. Wir dachten nicht, dass wir so lange zusammenbleiben. Ich denke, du versteifst dich zu sehr. Es ist sehr schwer, es anderes zu machen. Ihm ist deine Familie. Wenn du willst, dass sich eure Rassen versöhnen, könntest du gleich den Weltfrieden ausrufen. Oh Mann, sei leise. Nur, wenn ich fragen darf, willst du Babys wirklich heiraten? Ich liebe ihn natürlich. Trotzdem kann ich nicht dafür verantwortlich sein, dass seine Familie für mich verlässt. Das wäre egoistisch, denn ich könnte auch nichts für ihn tun. Ich liebe meine Familie so sehr, egal wie verrückt sie ist. Ja, das macht es kompliziert. Du willst deinen Freund dazu bringen, seine Familie so zu gehen wie du und deiner? Blut ist dicker als Wasser. Würde dir nicht weiterhelfen. Nicht jede Familie verdient es, dass man bei ihr bleibt. Aber viele. Nicht seine. Hast du seine Familie je kennengelernt? Nein, sie waren nur dagegen. Hat er dich ihnen vorgestellt? Hat er. Tja, du kannst nicht alles sagen. Das Leben ist kein Ponyhof, kein Ort, wo deine Wünsche plötzlich eine Wahrheit werden. Das ist das echte Leben. Du musst die Chancen ergreifen und manchmal Opfer bringen und überlegen, was für dich am besten ist.
eigentlich einfach. Ich muss gehen, sorry. Ich würde ungern vor unserer Unterhaltung wegrennen. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Pass auf dich auf, Noah. Mach ich. Tschüss. Das war brutal, der Herr. Aber du stimmst mir doch zu, oder? Naja. Aber du hättest es besser formulieren können. Weißt du, was machst du hier eigentlich? Willst du dich mit allen hier anlegen? Ich warte auf meinen Freund. Da kommt er wahrscheinlich schon. Oh, da ist er ja schon. Guten Abend zusammen. Hast du richtig gesprochen? Ungefähr. Hey Gerda. Wie geht's dir, Freya? Mir geht's gut. Und dein Freund hier macht eine Menge Ärger. Was hast du jetzt getan, Heid? Tatsachen dargelegt. Sehr unfreundlich. Sie musste es hören. Du hättest das freundlich ausdrücken können. Lass mich erstmal bestellen. Dann können wir mal sehen, was genau passiert ist. Was hättest du denn gerne? Kannst du dich an meine Mittel gegen Zorn erinnern? Das ich vor zwei Tagen getrunken habe. Das mit Ingwer und Koffein? Ja. Magst du mir dabei helfen, was da auch rein könnte? Natürlich, soll ich erstmal Ingwer ins Tee mischen? Ja. Tee, Ingwer und irgendwas, wo ich mit mir immer noch nicht sicher bin. Okay, ich teste mal ein bisschen rum. Du wirst schon wissen, wann es richtig ist. War es nicht der Hustensaft, den wir ihm gegeben haben? Oha, Lua. Lava of the Bright Moonlight, Believer in a Life Without Fight. Mein Herz schlägt für Kunst und Poesie. Ich arbeite 8 Stunden am Tag bei einer Handelsfirma. Mein Ausgleich am Wochenende sind Lesungen, Museen von verbotenen Früchten. Muss mal gucken, vielleicht. Und Freya haben hier noch was. Am liebsten den Kaffee. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein großer Fan von Nehmen und Herumkamen. Das arbeite ich gerade. Ich arbeite als Journalistin, weil das der beste Weg ist, mein Schreiben zu verbessern. Leute kennenzulernen, die mehr erlebt haben als ich und dabei noch Geld zu verdienen. Das ist jetzt aber Blue Pets. Warte, Musik nervt mich ein bisschen. Die Musik. Was haben wir hier? Evening Response. Aha, eine Zeitung. Okay, grüner Tee. Und Ingwer hat man gesagt. Unentdeckt. Hier und Ingwer. Vielleicht versuchen wir mal. Bittersüß. Das könnte es sein. Ein bisschen Honig rein. Ein bisschen experimentell. Ingwer, Honig, grüner Tee. Mal schauen, wie es wird. Hier ist dein Getränk. Ich bin mehr
Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das Mittel ist. Lass mich dir noch ein Getränk machen. Schon okay. War es der Hustensaft oder was? Es interessiert mich mehr, was hier passiert ist. Also erzähl mal. Sie ist die bessere Geschichtenerzählerin. Okay, also da war diese Frau. Stunden später. Und das war's. Heiz, oh Heiz. Du wirst dich nie erinnern, oder? Wollt ihr beide mich jetzt verurteilen, weil ich ehrlich war? Mann, Ehrlichkeit ist gut und schön, aber versuch doch kein Arsch zu sein. Hör auf sie halt. Sie hat sich nicht ganz, sie hat nicht ganz unrecht. Uff. Nicht du auch noch. Du überrascht mich immer wieder. Endlich hältst du dich aus solchen Diskussionen immer noch raus, oder? Hey, du kennst mich nicht wirklich. Du kennst mich wirklich. Wir sind seit Jahren befreundet. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingezogen wurde. Vielleicht hat sie die Stimmung dieses Cafés für mich abgefärbt. Verständlich. Das Café hat eine besondere Magie. Vielleicht nicht gerade für mich. Nachdem ich solche Reaktionen heute abbekommen habe. Da hast du recht. Es gibt immer diplomatischere Wege, die eigenen Gedanken mitzuteilen. Ja, ich mache mich mal auf. So früh schon? Es ist nach Mitternacht. Ich muss etwas Schlaf nachholen. Pass auf dich auf, Feuer. Schlaf gut. Man sieht sich. Dann zu euch zwei. Oha. Ich habe das ganze Skript, das Protokoll des Abends. Falls ich nochmal nachgucken will, was er denn gesagt hat, was er bestellt hat. Schaust du mich so an? Ach, nichts. Wolltest du mich hier treffen? Die war langweilig. Und ich wusste, du würdest kommen. Ernsthaft? Ich dachte, Freyas Geschichten wären ausreichend, um mein Bedürfnis nach sozialer Interaktion zu stillen. Ja, das war wirklich etwas. Du sagtest was davon, dass wir seit Jahren befreundet sind. Ja. Was ist damit? Hast du dir je vorgestellt, wie wir... Was wäre, wenn wir keine Freunde wären? Was meinst du damit? Vergiss es. Es ist zu spät. Ich muss zurück. Okay, Zwingi, danke für den Abend. Die Freude ist ganz meinerseits. Tschüss. Da verschwindet der Vampir. Der Werwolf bleibt zurück. Was war das denn? Du kennst besser als ich, Lana. Möchtest du noch etwas trinken? Hä? Hey, gern. Okay, wir bereiten das nicht mehr zu. Wir beenden den Tag. Der nächste Tag. Der nächste Abend. Samstag, der 26. September 2020. Die Evening Whisper, Samstag, 26. September 2020. Länder am Atlantik bitten Festland, Arbeitskräfte statt Müll zu entsenden. Ja. Kommentar, wer brachte den die Wächter?
Neue Forschungsergebnisse: Katzen sind die besten Tiere der Welt. Oha, das wird die Hunde, die Papa mal nicht erfreuen. Da